Ja. Rechts und wieder rechts. Da ist eine Falle. Einfacher Heiltrank brauchen wir nicht. Wieder für Ruhe gesorgt und weiter. So. Diese Pflanzen müssen das sein, die einem angreifen. Und das habe ich mir gedacht, dass hier was passiert. Eischakrams weiter behalten. Und so. So schon besser. So gefällt es mir viel besser. Wenn ich noch einen Bock hat, dann ist er zerfallen. Als du das Auge von Aman auf den Altar legst, wird sein Schimmer heller und er Licht an. Jetzt haben wir wenigstens die Flüche mal wieder weg. Ist auch nicht viel besser als meins. Vor allem habe ich dadurch mein Leben. Jetzt wieder raus. So, mal schauen, wo wir hin müssen.
Oh, Schnellreise. So viele, die hier irgendwas haben. Habt ihr es? Lasst euch nicht stören. Ich bin nur ein Flüchtling auf der Suche nach Almosen. Das Leben ist hart, seit uns die freien Männer ständig angreifen. Ich bin sicher, ihr versteht das. Ich habe das Amulett. Wunderbar. Gebt es her. Das Amulett selbst ist den Stein nicht wert, aus dem es gemacht ist. Aber seine Geschichte interessiert mich. Endlich habe ich etwas aus Amans Besitz. Warum sollte ich euch das geben? Ich habe zwar kein Gold, aber ich konnte einige überaus nützliche Gegenstände zusammentragen. Auf meinen, Reisen. Annehmt. Darum mag ich euch. Ihr redet nicht, ihr handelt. Deshalb werdet ihr es weit bringen. Wie ich. Bevor ich verraten und dem Tod überlassen wurde. Auf bald! Das hier ist ein nettes Dorf. Ehrlich. Ich hätte mich wahrscheinlich entscheiden können, wem ich es gebe. Oder ob ich es verkaufe. Teil der Stäbe beschaffen. Den Talisman. Ich laufe schon wieder falsch rum. Hier muss das ich hier ist ein nettes Dorf. Ehrlich. Und dann müssen wir noch die Stäbe beschaffen. Das Herz eines Paragon-Bargest. Das sind wirklich unglaublich zähe Kreaturen. Gebt mir einen Moment Zeit. Hier, nehmt es. Ihr seid besser dazu geeignet, die Tiefen des Scherbensturzes zu durchforsten als ich. Ihr könnt euch jetzt in die Kälte wagen und untersuchen, was genau dort vor sich geht. Ich könnte ihm natürlich jetzt seinen Anhänger wieder verkaufen. Lassen wir mal lieber. Wer weiß, wozu er gut ist. Dann auf bald. So. Quest zu ändern. Da sind die Stäbe. So, trägt nebenan. Ich bin einfach über die Kommode gegangen. Ja. Vermeidet jeglichen Ärger. Ich hab auch nichts geklaut. Herrlich. Seid erneut gegrüßt. So, wo muss ich hin? Was ist der hier? Auf jeden Fall Riesenratten. Aber ich muss. Ja, du. Wirklich. Ich muss hier lang, glaube ich. Einmal ganz außen. Ich will mich nicht unbedingt mit jedem anlegen hier. Na, okay.
Hauptsache, die sieht, wie ich da attackiert werde und Zeit gibt. Mit. Wo willst du hin? Warte auf mich. Ihr steht mir im Weg, Fremder. Ich ersuche euch zur Seite zu treten, bevor ich euch die Klippen hinabschleudere. Ich möchte euren Stab. Das ist lächerlich. Ich kenne euch nicht. Ich traue euch nicht. Und ich mag euer Aussehen nicht. Warum seid ihr so zornig? Ich werde von Visionen dessen heimgesucht, was euresgleichen die Zukunft nennt. Einer Prophezeiung jenseits der Gegenwart. Das alles geschieht nur wegen dieser neuen Göttin. Sie verdunkelt meine Gedanken, verwirrt mich. Ich bringe den Stab zurück. Ihr appelliert mit eurem sterblichen Sinn für Schuld an mich. Mit etwas, das ich schlichtweg nicht verstehe. Wie auch immer, meine Rolle in der Erzählung schließt Rivena Tarsus nicht mit ein. Nehmt meinen Stab. Darin befindet sich das Bruchstück, nach dem ihr sucht. Möge es Klarheit in den tiefen Schlummer bringen. Fort mit euch! So, jetzt noch den dritten. Dann haben wir das Ding auch schon wieder abgebacken. Ach, den Stein nehmen wir mit. Im dritten Jahr der Reise betrat Tirin Dalentat. Durch dunklen Wald und Feinfeld wanderte sie, bis sie zu den Wurzeln des Kinds des mächtigen Vilago kam. So beladen mit Lyrias Lied, die größte bekannte Magie, sprach sie mit dem Geist der Natur. Die Worte, die sie suchte, waren nicht zu finden. Also reiste die von Lyria geführte Tirin zu den Eratel-Ebenen. Wind verfolgte ihren dunklen Umhang. Ihre Locken maskierte sie gegenüber den mondbeleuchteten Ebenen. Dieser ebenhölzerne farbige Umriss vor so langer Zeit. So marschierte Tirin vor der himmlischen Weite. Unter dem diamantenen Himmel machte sie Rast. Was haben wir denn hier? Die Windsteine, die waren ja auch da. Diese gekritzelten Notizen gehören dem berühmten Historiker Callas und stellen eine Chronik eines Teils der einzigen Schlacht dar, die je zwischen dem Feinhof des Sommers und dem Winters ausgetragen wurde. Lesen wir doch mal. Über die Geschichte und das Wesen der Fein. Im berühmten Gottesturm, auch verdorrender... Fangen wir mal richtig an. Im berühmten Gottsturm... Auch verdorrener Krieg genannt, nahm Lord Isar den uralten, verfluchten Talisman des Schicksals an sich. Ein mächtiges, aber gefährliches Artefakt, das von den Clan-Champion der Lichtfeien aus dem Zeitalter der Helden stammte. Isar traf im Nebel um Treibsand der schattigen Ebenen auf Lord Owen und seine Kriegsbande. Lord Isar, Lord Owen und ihre Kriegsbande kämpften stundenlang, bis die meisten ihrer Anhänger tot und Isar und Owen beide schwer verwundet waren. Schließlich wurde Isar tödlich verwundet und Owen, im Glauben der Sieger zu sein, ließ Isar alleine zum Sterben zurück.
Doch der schwer verwundete Isaac gab seinem Pagen den Talisman des Schicksals und ließ ihn ohne folgen. Aha. Reinigung mitnehmen. Es kam mitten in der Ecke. Okay. Da liegt ein Toter im Schrein. So. Links ist eine Tür. Großschwerter-Exekution. Es dürfte sich gern mal wieder um Langschwerter handeln. Skelett. Dulsten Notizen. Ah, auch wieder zu den Schlachten. Gottsturm, die Gedanken Dulstans. Anschließend herrschte Lord Isar über viele Jahre den Frieden hinweg in Dalendart, bis die feinen Gruppen des östlichen Chlorikons sich unter dem Banner der großen Kriegsherren Ohn versammelten, Eratel plünderten und an Dalendart angriffen. Lord Owen verabscheute die Lichtfeinde und nannte sich seinen Anhänger die Dunkelfeinde. All die magischen Energien der Feinde wurden auf die einzige verzweifelte Unternehmung des Krieges gerichtet. Das Land und seine Früchte wurden vernachlässigt, Felder und Wälder wurden verwüstet. Zum ersten Mal sah das gesamte Feindvolk sich mit Elend und Hunger konfrontiert und der Konflikt wurde der verdorrenen Krieg genannt. Die kriegerischen Feinde des Ostens besiegten die schwächeren, friedliebenden Feinde des Westens in jeder Schlacht, bis Lord Isar die Feindarmeen von Lord Owen auf die Ebene lockte. Ach, hallo. Die Gäste. Das ist noch ein Ritter. Jetzt. So. Dann bannen wir die mal gerade. Na toll. Hat sich gelohnt. Echt. So. Dann gehen wir am besten lang. Hier komme ich nicht lang. Bleibt nur ein Weg. Dieser. Hallo, meine Freunde. Kurze Unterhaltung. Heiliger Trakt. Diese religiöse Schrift, die einst einem Krübert gehörte, sieht recht mitgenommen aus. Vekret und Arilia. Und so schließt sich Vekret, der Gott des Zorns, auf die Lichtung. Er verbarg sich hinter einem Baum und beobachte Arilia, die Göttin der Liebe und Schönheit, in all ihrer Pracht. Von diesem Tag an war er wie krank vor Begierde nach ihr. Diese törichte Zeit wird sich legen, sagte Belen.
wie alles andere. Ihr müsst diese Schwäche überwinden, sagte Tyrodon. Alles im Kampf und Sieg. Alles ist Kampf und Sieg. Doch Arelia hatte Vekret auf der Lichtung gesehen, ohne dass er dies bemerkte. Lang hatte seine verächtliche Distanz ihr Herz mit schmerzlicher Begierde gefüllt. Nun hatte sie seinen Panzer durchbrochen. Also sprach sie mit Lopoko und Lopoko flüsterte in Mitarus Ohr, dass die sieben singenden Glocken ihre Harmonie verloren hatten. Mitaru, tump wie eh und je, machte sich auf, um alle Glocken zu besuchen. Eine Reise von 4 Tagen. Unbeobachtet schlich Arelia sich zu Vekret und die beiden enthüllten einander ihre heiligen göttlichen Unbeschreiblichkeiten und feierten ihre Vereinigung. Liebe und Hass sind zum heutigen Tag vermählt und die Narren, die sich an Mitarus Namen klammerten, zünden bis heutigen Tag dieser heiligen Verbindung, denn ihre Augen sind versiegelt und ihre Herzen sind kalt wie Stein. Okay. Und wenn das so ist, dann ist das so. Wo die Liebe nochmal hinfällt. Heiliger Trakt. Ja. Und noch ein Kobold, und noch ein Kobold. Ja, so machen wir das. Einmal nach dem anderen. Wie viele von den Schriften haben die mit? Gibt's ja gar nicht. Jetzt habe ich schon 3. Komm ich hier durch? Oh, ich glaube, die ist vom Sockel gerutscht. Faustschild ist auch nicht mehr so. Andere Tür. Da ist ein größerer Raum hinter. Auch nur eine Truhe. Habe ich mir aber gedacht. Will ich erst an die Truhe. Und? Diese Mauern sind gewachsen. Wurden gebaut aus Stein. Mit Liebe wurde dieser Ort erschaffen. Ihr seht die Lichter, die mystischen Hallen geordneter Realität. Es sind die Gesichter der Vermissten. Die verkörperte Wahrheit der verlorenen Seelen. Es sind so viele. Doch, man kann sie sehen. Wie jämmerliche Scharaden sind sie. Manche mit guten Absichten, was man ihnen nicht vorwerfen kann. Doch die meisten sind nur eine List. Es versteht sich, dass es mir hier nicht gefällt. Ihr hättet eure Freiheit behalten und ein bequemes Leben führen können. Doch ihr konntet die Unruhe nicht bändigen, die euresgleichen quält. So. Irgendwas sagt mir, dass er mir den nicht freiwillig geben wird. Willkommen. Hättet ihr Lust, mir bei meiner Arbeit Gesellschaft zu leisten? Ihr seht aus, als würden euch einige Augenblicke der stillen Besinnung guttun. Ich möchte euren Stab. Dieser krumme alte Stab? Ich kann mir nicht vorstellen, warum ihr euch dafür interessieren solltet. Er ist ein zusammengeflicktes Teil aus allem möglichen Kram. Ich habe jedoch zahlreiche Stunden meines Lebens für seine Herstellung geopfert. Meine Hände sind noch immer voller Schwielen. Ich würde mich zwar davon trennen, aber das hat seinen Preis. Ich bezahle euch. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich mich nicht für weniger davon trennen konnte. Die Arbeit eines Mannes besitzt noch immer einen gewissen Wert. Erfreut euch an dem Werk und noch einen guten Tag. Gehabt euch wohl.
so geht's doch. Ja. Ist klar. So. Gehen wir hier lang. Wenn wir hier sind, komm. Alles durchforsten. Einzigen Fischer bleiben. Wenn ich jetzt hier dran gehe. Wieder ein Großschwert. Okay, kommt nichts mehr nach. Jetzt können wir uns doch nochmal mit dem unterhalten. Willkommen. Seid gegrüßt. Macht ihr einen kleinen Spaziergang durch die Ruinen? Wer bist denn du? Ich studiere die Welt, mein Freund. Die Welt. Man kann das Wissen, nach dem man strebt, nicht aus Büchern und Rezepturen lernen. Nein, man muss das Land durchstreifen, um Antworten zu finden. Seht euch um. Diese Ruine hält Wissen so tief verborgen, dass es sich niemals jemand aneignen könnte. Doch das wird Erion Raff nicht davon abhalten, es zu versuchen. Verlassen ein unglaubliches Gebiet, das danach bettelt, studiert zu werden. Wo sonst kann man wirklich ein Gefühl für den verdorrenden Krieg und seine dramatischen Auswirkungen auf unsere Welt bekommen? Verdorrener Krieg? Er ist unendlich faszinierend. In unserer ganzen langen Geschichte findet sich nichts Vergleichbares. Die Feinde sind in ihrem Abscheu vor dem Krieg einzigartig. Das ist es, was sie so unvergleichlich macht. Wiege des Sommers. Ja, natürlich die Wiege. Ein unglaublicher Ort mit einer derart gewaltigen, magischen Geschichte. Ich war vor Monaten dort, um nach Artefakten zu suchen, habe jedoch nicht mehr entdeckt als ein paar vereinzelte Komponenten für Zauberstäbe und das ein oder andere Reagenz. Nichts Überwältigendes, aber es war die Reise durchaus wert. Gehabt euch wohl. Ja, du auch. Da waren wir noch nicht. Einfacher Heiltrank braucht man nicht. Aber wie viele von den Trakten? Ich sammle die jetzt einfach. Wer weiß, wozu ich sie brauchen kann. Hallo, du Stein. So seltsam wirkt das nicht. Es gibt gewiss viele, die in ihrer Jugend Ähnliches erlebt haben. Doch natürlich lasse ich etwas aus. Ich sprach von der Unruhe in meiner Seele. Ich kenne sie gut. Als ich jung war, besuchte mich etwas, das wie nichts aus dieser Welt war. Ein himmlisches, geisterhaftes Etwas. Ich nannte es einen göttlichen Geist, denn ich kannte kein besseres Wort dafür. Dieses Etwas war kein Feier. Doch besaß es eine Zeitlosigkeit wie ein Feier. Es war von einer leuchtenden Aura der Magie umgeben. Doch ich hatte keine Angst. Denn dieser göttliche Geist strahlte einen ruhigen Frieden aus. So. Hier können wir nicht raus. So läuft doch außen rum.
Nicht wiederfinden. Yeah.